Rotasotti. Kucian. Eigner. Goal von Desailly, der ist bekannt als ein kompromissloser, hart attackierender Spieler von seiner Zeit bei Marseille. Ja, gegen den AC Milan den Meistercup gewonnen, mit Marseille und mit dem AC Milan die Champions League sozusagen hintereinander zweimal den größten europäischen Club-Triumph gefeiert. Wagner, Feiersinger und Rossi. Singer. Relativ großer Distanz der Schuss, aber immerhin. 18,5 Minuten bereits gespielt in der ersten Hälfte. 0:0 Casino Austria Salzburg beim AC Milan. Jucevic, Hartner und Paolo Maldini. Oder Pfeifenberg. Heimo Pfeifenberger ist ja endlich zu seinem Spiel hier in diesem Stadion gekommen. Zweimal musste er passen. Einmal war das Stadion gesperrt bei Rapid. Aber jetzt Achtung, die Salzburger. War nicht ungefährlich. Noch eine Chance. Mladenovic könnte den Ball noch erlaufen. Und Einwurf. Annucci. Einem Zusammenstoß. Gefährlicher Abpraller. Rossi musste da genau aufpassen. Der 21-Jährige wird aber weiterspielen. Christian Panucci. Da zusammengeprallt mit einem Salzburger. Riesenaufgebot an Sanitätern am Feld. Aber Gott sei Dank, ich hoffe, es bleibt das ganze Spiel so. So ist das nur eine Vorsorge. Aber jetzt ist auch Baresi hier draußen. Auch er wird jetzt verarztet. Vorher war es Panucci, jetzt Baresi. Ah, die beiden stoßen zusammen. Jetzt hat man es genau gesehen. Panucci und Baresi sind bei einem Kopfball mit den Köpfen zusammengestoßen und das tut immer weh. Der Franco Baresi wird jetzt noch betreut und Panucci kann weiterspielen. Die Salzburger Fans, unermüdlich, haben auch allen Grund, bisher zufrieden zu sein mit ihrer Mannschaft, die sich hier keinesfalls zurückgezogen hat, keinesfalls hinten hineinstellt, sondern versucht, wenn es geht, auch etwas für die Offensive zu tun. 20 Minuten bereits vorbei in der ersten Hälfte. 0:0. AC Milan gegen Casino Austria Salzburg. Gullit. Lehner. Italiener im Moment nur mit 10 Mann, denn Baresi wird nach wie vor verarztet. Und einige Aufregung bereits bei Fabio Capello, denn ich befürchte, dass Franco Baresi nicht mehr weiterspielen kann. Die 13 bereitet sich bereits auf den Einsatz vor, das ist Filippo Galli. Filippo Galli kommt für Franco Baresi, für den nach 20 Minuten dieses Spiel zu Ende ist. Und da ist jetzt Filippo Galli. Die eiserne Reserve sozusagen beim AC Milan. Seit 10 Jahren ist er praktisch Ersatzspieler. Er dürfte benommen sein. Und Sie sehen beim Aug ein Bluterguss. Und der Teamarzt des AC Milan hat ein Weiterspielen nicht mehr verantworten können. Gesundheit der Sportler muss ja auch in jedem Fall vorgehen.
Und er wird jetzt sogar mit der Bahre außen am Spielfeld vorbeigetragen. Pech für Franco Baresi, diesen großartigen Fußballer, der seit 1977 beim AC Mailand spielt. 17 Jahre. Und der Applaus gebührt ihm. Bedeutet, dass praktisch jetzt Maldini in der Rolle spielen wird, die ihm ja auch für die Zukunft zugedacht ist als Libero. Und Filippo Galli ist jetzt der Vorstopper. Stropper. Desailly. Pfeifenberger. Mladenovic. Panucci, Maldini, Tassotti, Stropper, Simone, Albertini, Simone, Güllit nicht schießen lassen, Güllit und vorbei. Ja, da blieb auch dem Otto der Mund offen für ein paar Augenblicke. Läuft sich frei, läuft weg vom Heimo. Pfeifenberger ist plötzlich frei, schießt sofort, aber zum Glück am Tor vorbei. Der 32-Jährige hat ja heuer in der Meisterschaft für den AC Milan bisher die meisten Tore erzielt. Jucevic gegen Maldini. Winkelhofer. In der Meisterschaft hat der AC Milan ja bei Cremonese 0:1 verloren am letzten Sonntag. Die Salzburger spielten 0:0 in Tirol. Meiner. Galli. Güllit, Stropper und drüber. Dieser Giovanni Stropper, der jetzt schießt, war 2 Jahre bei Lazio und Foggia und ist jetzt wieder zurückgekommen, ist auch ein Eigenbauspieler des AC Milan, war 2 Jahre verliehen, um ihm mehr Spielpraxis zu ermöglichen, da er in diesem Riesenkader des AC Milan fast nie zum Einsatz kam. Galli, Tassotti, Albertini, Demetrio Albertini. Wartet mit dem linken Fuß, aber verzieht den Ball recht deutlich am Tor vorbei. Von Tassotti.
Einen Punkt hat Otto Baric von der Taktik der Mailänder wirklich recht gehabt. Die Verteidiger, die Außenverteidiger spielen eigentlich gar nicht jenen modernen Fußball, den man von Außenverteidigern heute gewohnt ist. Sie gehen kaum wirklich über die Mittellinie. Und sie sind auch technisch nicht so stark, sondern nur kompromisslose Abwehrspieler. Sowohl Tassotti als auch Panucci. Boban gegen Winkelhofer. Und das gibt Gelb. Muss Gelb geben, Winkelhofer, denn da war Boban vorbei. Sozusagen Notbremse. Viermal hat er es probiert, dann schafft er es, geht vorbei und da zwickt er ihn mit den Beinen ein und bringt Boban zu Fall. Freistoß für den AC Milan. Gespielt 28 Minuten, erste Spielhälfte 0:0. AC Milan gegen Casino Austria Salzburg. Konrad. Glück mitten hinein in ein Gewirr von Salzburger Spielern geschossen. Hartner. Mladenovic, Versuch eines Konters auf Jurcevic. Aber ist ein klasse Mann, der Paolo Maldini. Desai, Tassotti. Damit hat er jetzt Hüllit überrascht mit diesem Abspiel. Feiersinger. Fürstaller. Muss auch aufpassen, dass er jetzt nicht einmal gelb sieht. Hat schon viele Fouls begangen. Marcel Desailly. Tut so, als ob nichts wäre. Hat aber ganz geschickt den Christian Fürstaller hier zu Fall gebracht. Und Eckball. Eckball für die Salzburger. Der zweite. Schon wichtig, dass er spielt, der Nikola Jurcevic. Halbe Stunde um, gut gespielt, taktisch vor allem ausgezeichnet von den Salzburgern. 0:0 der Spielstand. Rossi. Es häufen sich überraschend viele Abspielfehler beim AC Milan. Fürstaller. Feiersinger. Galli. Stropper. Fehlpass von Stropper. Mladenovic. Eigner. Jurcevic und Tassotti. Sechster Freistoß für die Salzburger. Ungestüm herangelaufen und Freistoß. Ocean, Fürstaller, Hartner, Mladenovic. Abschluss. Von ihm erwartet sich Otto Baric heute einiges, hat ihm zuletzt ja auch ein bisschen eine Pause gegönnt, um wieder zu frischen Kräften zu kommen. Salzburger haben ja im Moment das Glück, dass sie einen großen Kader haben und im Moment auch keine Verletzte haben. So müssen heute Ammerhauser und Freisecker sogar auf der Tribüne Platz nehmen, weil auf der Ersatzbank kein Platz mehr war.
weil man eben nur 5 Ersatzleute nominieren darf. Einwurf für die Mailänder, Stropper. Simone. Jucevic. Sotti. Stropper. Ball gespielt. Desailly. Vanucci. Auch hier völlig korrekter Ball abgenommen. Gutes Vorchecking. Artner. Fürstaller. Artner. Kocian. Winkelhofer. Ein bisschen weiter hinaus, ein bisschen weiter auf Fürstaller hätte abspielen müssen. Die Idee war gut, aber Ausführung halt nicht so. Aber die Mannschaft hat Probleme und Pfiffe der 30.000 Zuschauer ertönen hier im Stadion. Und man weiß, warum das Publikum im Moment nicht zufrieden ist. Hat auch eine Reduktion der Eintrittspreise um 25% in den letzten Tagen nichts mehr geholfen. Fußballverwöhntes Publikum mag solche Phasen einer Mannschaft einfach nicht honorieren. Panucci, Maldini, Dasotti. Noch 11 Minuten in der ersten Hälfte. 0:0 nach wie vor AC Milan gegen Casino Austria Salzburg. Dasotti. Und wieder zum Gegner. Der vierte Fehlpass des AC Milan innerhalb von nur 5 Minuten. Und Einwurf für Salzburg. Rainer. Feiersinger. Dasotti, Gullit, Desailly, Panucci, Mladenovic, ja, 3 gegen 3 jetzt, könnte man einen schnellen Konter spielen, links geht auch Eigner mit, Mladenovic, Kocian, Winkelhofer. Rainer. Kocian. Rainer. Konrad. Franco Paresi. Gullit. Und der erste gefährliche Schuss auf das Salzburger Tor von Rüd Gullit. Und Otto Konrad kann den Ball gerade noch wegschlagen. Wieder Gullit. Wechselt immer wieder blitzschnell die Seiten. Eigner. Jucevic. Ja, geschickt gemacht. Rechte Seite, jetzt ziemlich offen. Kocian.
für Jurcevic. Aber ein bisschen mehr drinnen. Schade, Jura hätte hier den Ball zu einem der gut postierten spielen müssen. Schade um die vergebenen Kontermöglichkeiten. Gustaller. Aber die Salzburger erinnern sich an ihre Stärke. Sie kämpfen, sie laufen, sie spielen und zeigen keine Nervosität hier in diesem berühmten Stadion. Winkelhofer, Hartner, er stand da völlig verkehrt zum Ball und war überrascht, dass er ihm dann sozusagen in die Beine gespielt wurde. Noch 7 Minuten in der ersten Hälfte. Tassotti. Simone. Gustaller. Hartner. Schön vorbei an Desai. Für Mladenovic zu schnell. Minute. Giovanni Stropa, das 1:0 für den AC Milan. Da haben sie einfach nicht aufgepasst. Und jetzt liegt Otto Konrad am Boden. Er war ja nicht ganz fit. Ist möglicherweise da gegen die Stange dann beim Versuch abzuwehren gestürzt. Wir werden das alles in der Lupe sehen. Hier Hüllit, da kommt die Flanke. Keiner reagiert. Aufsetzer. Nein, er stürzt nur so, nicht gegen die Stange. Passen nicht auf die Salzburger. Völlig frei, Stropper. Aufsitzer, Kopfball. Und da ist auch Konrad geschlagen. Hat keine Chance bei diesem Kopfball. Stropper. Der erste Fehler der Salzburger führt prompt zum Tor für den AC Milan. Und damit werden die Salzburger um fast 40 Minuten gute Arbeit in diesem Spiel gebracht. Schade, wirklich schade. Ist da von hinten etwas in Richtung Konrad geflogen? Der, ja, da liegt etwas. Da liegt eine Flasche. Riesenskandal eigentlich, weil dadurch war der Tormann irritiert. Dieser Treffer ist dadurch, wenn Sie mich fragen, meiner Meinung nach auch nicht mehr als regulär anzuerkennen. Zwei Flaschen sind hier hereingeflogen, gefüllt mit Wasser, zwei Mineralwasserflaschen, und Konrad konnte dadurch gar nicht hochspringen. Riesenaufregung jetzt hier. Auf die Art und Weise ist es natürlich dann leicht. Schauen wir jetzt hier auf die Flanke an. Man sieht hier nicht, wann es passiert ist. Es muss knapp vorher passiert sein. In diesem Moment sehe ich keine Flasche fliegen, auf alle Fälle. Aber eine klare Unsportlichkeit der Mailand-Fans. Schade, dass so eine Note in dieses Spiel kommt. Wieder einmal von außerhalb, von Leuten, die eigentlich in einem Stadion nichts verloren haben. Ja, er wurde von der zweiten Flasche nachher getroffen. Die zweite Flasche ist nach dem Treffer erst hineingeflogen, wie unsere eigene Kamera, die wir hier postiert haben, in der Lupe es jetzt gezeigt hat. Eine vorher und eine nachher, nach dem Tor.
Kutschan. Kulit. Feiersinger. Hartner. Leiner. Kutschan. Noch 2 Minuten in der ersten Hälfte. Feiersinger. 1:0 für den AC Milan. Mladenovic. Eigner. Feiersinger. Hartner. Noch einmal Hartner. Kutschan! Eckball. Hat noch geschossen, aber Rossi, Sebastiano Rossi, kam noch an den Ball. Und Ecke. Gut gemacht von Peter Hartner. Hier der Schuss von Kutschan und Rossi zur Ecke. Wieder Rossi. 1,89 groß, der Sebastiano Rossi, der vor Jahren von Cesena gekommen ist. Die letzten Sekunden der ersten Spielhälfte, nicht eingerechnet die Zeit, die der schwedische Schiedsrichter Sündel eventuell noch dazu gibt. Gab ja einige Unterbrechungen. Panucci, Baresi und letztendlich auch beim Flaschenwurf. Fazit dieser ersten Spielhälfte, taktisches Konzept der Salzburger richtig und gut. AC Milan kam kaum ins Spiel, ein einziges Mal hat die Abwehr gezögert, nicht aufgepasst, war Stropper frei. Und dazu diese doch etwas umstrittene Situation mit dem doppelten Flaschenwurf in Richtung Otto Konrad. Winkelhofer gegen Poban. Simone. Torschütze Stropper, Kulit. Stropper. Der Biss, die Aggressivität, der Einsatzwille der Salzburger ist heute wieder ausgeprägt. Erinnert stark an ihre Spiele im UEFA Cup in der letzten Saison. Kutschan. Eigner. Desai. Physisch ist er unheimlich stark. Und Fehler von Rossi. Damit gibt es noch einmal einen Eckball jetzt für die Salzburger. Der vierte. Schon 2 Minuten über die Zeit gespielt.